So, und jetzt heilen wir erstmal schön Ruhe hoch mit dem, was wir noch haben. Also, Morte hat das Balsamierungsdingens, das wollten wir uns eigentlich auch bewahren. Und sonst haben wir nur diese Blutgerinnungstalismane. Was machen die dann? 9 Trefferpunkte heilen und Widerstand gegen Hieb- und Stichwaffen. Wenn wir davon jetzt mehrere benutzen, haben wir dann 10 und 20 Widerstand? Na gut, so oder so müssen wir uns hochheilen. Also benutzen wir die einfach mal und hoffen, dass die stacken. Erledigt. So, hier war einer weggelaufen. Genau, du da. Komm her. Oh, wir könnten mal versuchen, ihn zu provozieren. Wer wird da ja stehen? Du, Fluch auf ihn. Schlampe. Oh, funktioniert. Plötzlich hat er keinen Schiss mehr. Hm? Und ist tot. Ja. Das hatte davon. So, haben wir jetzt hier irgendwo einen auffälligen Schläger, der rumbellt? Nee, nur jede Menge Huren. Au, das ist doch ein bellender Wilder. Und er scheint allein zu sein. Ach, dafür greifen uns die anderen Schläger wieder an. Ja, wir sollten auf jeden Fall, sobald wir genug Lebenspunkte später übrig haben, jeden Schläger, den wir sehen, einfach umbringen. Weil die haben das schlechteste Timing, besser das beste Timing überhaupt. Und der haut schon wieder ab. Morte, tu dein Ding. Was geht's? Du geschwätziger Idiot. So, und drauf da. Ha. Huh. Die ganzen Prostituierten haben alle Messer dabei. Da müssen sich ja verteidigen. Und nochmal Fluch auf den da. Materia-Dreck. Ha, der läuft jetzt trotz Fluch weg. Was ist mit dir los? Ja, bleib einfach da hinten. Wir wollen eh nur den da angreifen. Oder hat er noch irgendwas zu seiner Verteidigung zu sagen? Dieser wild dreinblickende Mann ist nach vorne gekrümmt und knurrt leise vor sich hin. Seine Haare sehen aus, als hat er sie ja nicht schneiden lassen. Sie sind so lang, dass sie wie ein Schleier über seine Augen hängen. Er trägt einen langen, dünnen Schnurrbart, der von Fett und Schweiß verklebt ist. Die Schnurrbartspitzen hängen nach unten, sodass sie sich bereits an einem zottigen Bart verheddert haben. Sei gegrüßt. Der Mann hält mitten im Knurren inne und greift nach oben, um den Vorhang der Haare zu teilen, die seine Augen verdecken. Als seine verdorrten Hände die dreckigen Locken zur Seite schieben, fallen braunrote Käfer aus seinen Haaren und laufen auf den Kopfsteinen auseinander. Hinter dem Haarvorhang hat der Mann mondbleiche Haut und tiefe Falten. Seine dicken, bauschigen Augenbrauen formen eine V, als er sich anstarrt. Hand. Meine nehmen und Mond fliegen. Zu? Ist das ein Code? Hand meine nehmen und zum Mond fliegen? Halte deinen Kopf schräg, als ob du ihn genau beobachten würdest. Der Mann runzelt die Stirn, aber seine Augenbrauen gehen nach oben in ein umgekehrtes V, wodurch ein bizarrer Ausdruck entsteht. Du hast keine Ahnung, wie er diesen Gesichtsausdruck hinbekommen hat. Aber es ist unangenehm, ihn dabei zu beobachten, wie seine Gesichtsmuskeln sich in ein neues Muster legen. Du kannst nicht sagen, ob er wütend, neugierig oder beides oder keins von beiden ist. Einsen, Kussen sprechen ein Mann, antworten wolle das Herz einer Waldfrau. Höffala. Also wir können ihn noch mehr verwirren oder versuchen, seinen Code zu entschlüsseln anscheinend. Am Kuss einer Frau erkennst du ihr Herz, doch die Antwort darauf ist, was du willst? Also gut, aber du solltest wissen, meine Antwort ist eine Frage und eine Antwort von dir ist, was ich will. Der Mann scheint vom Klang deiner Stimme fasziniert. Bei jedem Wort, das du sprichst, flackert in seinen Augen ein Licht auf. Bellender Wilder bin ich. Ich bin. Wollen, rein, Frage, darfst du? Du darfst? Also er scheint ein ziemlich verstörter Mann zu sein, aber wir
kommen schon langsam durch das ganze Chaos durch und scheinen zu verstehen, was er sagt. Also er ist halt ein bellender Wilder. Und er will eine Frage, und er weiß, dass wir eine Frage stellen wollen und sagt, dass wir das dürfen. Was wollen wir denn einen bellenden Wilden denn genau fragen? Eigentlich, ob sie wirklich der Frau da oben was angetan haben. Besagt ihrer Schwester war das, oder? Ja, das würden wir gerne fragen, aber das können wir nicht. Du kannst und ich werde. Wer oder was bist du? Chaos. Ah, ja, sie meinte ja, dass sie hier irgendwas vom Chaos gefaselt hätten. Er stottert das Wort hervor, als ob er Schwierigkeiten hat, es auszusprechen. Manche sagen Xaosite-Sekte? Xaositekten. Ich sage Netektisoax. Chaosmänner. Männer nein. Rennem nein. Männer ja. Also jetzt immer noch umgedreht. Drei Nasen machen ein Ja. Er kauert sich auf seinen Knien nieder und beginnt vor und zurück zu schwingen, wobei er in einem kindlichen Sopran singt. Chaoten, Chaoten, hopp, hopp, heim ein buntes ist, doch wir sind allein. Ja. So, du bist also einer der Chaoten. Gut, ich hätte noch ein paar Fragen. Er klatscht begeistert in die Hände, wie ein Kind im Zirkus, und schreit dann heult, eine Frage, eine Frage. Weicht dieser Frage nicht aus, gehörst du zu den Chaoten? Also wir wollen ihn jetzt versuchen, ihn festzunageln auf eine direkte Antwort, weil bisher hat er immer so einen Mischmasch gesagt, also mal dies, mal das. Wiederholt man das von vorher. Na gut, fragen wir mal nach Ferret, vielleicht weiß er ja was. Bellender Wilder zuckt man den Schultern und antwortet dann in einem Gesang. Faire Chance, nicht fair, nicht Chance, verloren, nicht helfen, nicht. Er knurrt sich selbst an, als ob er so seinen Hals freimachen möchte. Vielleicht verlierst du ihn erst, dann fragst mich, dann faire Chance wird es sein? Ha, wir könnten uns den Chaoten anschließen. Also manchmal handeln wir ja ein wenig willkürlich, aber uns den hier anschließen? Mal gucken, was er dazu sagt. Er sieht dich entsetzt an, zuckt mit den Schultern und beugt sich dann vor, um dich zu beschnuppern. Hocken, steif, dürr, wirr, wamp, tramp, zucker. Er schnaubt und jault. Schlucker. Ja, aus dem werden wir echt nicht schlau. Tja, da haben wir einen Baum, dem im Ast zu viel abgebrochen ist. Morte rollt die Augen. Hat gar keinen Zweck, mit Xaositen zu plaudern, Meister. Das ist ein völlig verrückter Haufen. Wer genau sind die? Das ist ein Bund, ganz ohne Regeln, außer keine Gedanken zu lange im Kopf zu behalten. Manchmal werden sie auch Chaoten genannt. Warum muss ich wohl nicht erst erklären? Wie rekrutieren sie neue Mitglieder? Die scheinen einfach Mitglieder wie die Fliegen anzulocken. Naja, Mitglieder, die verrückt oder chaotisch genug sind, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass die Leute haben, die extra rekrutieren. Obwohl es nicht so einfach ist, sich bei denen oder über irgendetwas ganz sicher zu sein. Na gut. Dann bringen wir ihn einfach um. Da hat er jetzt bestimmt nicht gerechnet. Aber er war der Einzige hier. Die Frau oben hatte von ein paar mehr gesprochen. Also schauen wir uns mal weiter um. Au, da ist der Nächste. Oh, hier sind so viele von denen. Also da ist noch ein Beller und da ist noch einer. Ich bin weg. Die laufen irgendwo hin. Na gut, bringen wir erstmal ihn um. Oh, da wird jemand überfallen. Eine verzweifelte Jungfrau. Die wegläuft. Na gut, wenn sie wegläuft, kann sie keine Probleme haben. Oh, oh, oh. Namenlos kriegt gut einen auf den Deckel.
Für mich waren die nicht zu teuer, diese Blutgerinnungstalismane. So, und auf den. Die läuft die ganze Zeit im Kreis und schreit um Hilfe. Aber es ist gar keiner da, der sie angreift. Ich bin verwundet. Oh, ein Lebenspunkt. Ja, wenn man keine Punkte auf die körperlichen Attribute setzt. Oh ja. So, waren das jetzt alle Hunde? Ich bin weg. Bisher haben wir den einen unten, mit dem wir lange gesprochen haben, getötet und die beiden hier. Gucken, was unser Journal sagt. Das ist das Zauberbuch Journal. Das haben wir nicht mehr im Journal notiert. Na gut, dann drehen wir einfach die Runde hier zu Ende und gehen wieder zurück zu ihr. Hier haben wir die beiden auseinandergebracht. Er hier war nicht gerade der netteste Typ. Ich bin weg. Den sollten wir später wieder ansprechen. Und sonst? Erledigt. Scheint alles gewesen zu sein hier. Schon gut. Ein paar Betrunkene, die Prostituierten. Ein großer Typ in der Rüstung. Und stinknormale Schläger. Oh, was haben wir hier vergessen? Weg. Ah, schön, schön. Na gut, dann raus erledigt. Hier und ab zurück zu dem Platz vor der Leichenhalle. Da war ja der Obelisk und neben dem Obelisken die Frau. Nämlich da. Und selbst wenn wir nicht alle umgebracht haben, sie kann das ja schlecht nachvollziehen. Du schon wieder. Die Frau dreht sich nach dir um. Sie bleckt die Zähne und faucht. Hast du eine Nachricht für Sylvatai? Ich habe die ausgehungerten, bellenden Hunde gefunden und drei von ihnen ins Totenbuch gesteckt. Hat mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Seien die Mächte an diesem Tag nicht blind in ihrer Gerechtigkeit. Die Frau greift in ihren spinnartiges Haar und zieht einen Kupferohrring heraus. Hier, das sollte die ganze Menge wert sein. Mindestens 33 Kupferstücke? Da bin ich mir sicher. Er hat mal einer meiner Schwestern gehört, aber sie werden ihn nicht mehr brauchen. Nun denn, leb wohl. Das Ganze für einen Kupferohrring? Wenn man bedenkt, wie viele Bandagen und Talismane wir verbraucht haben, hat sich das nicht wirklich rentiert. Aber gut. Dann gehen wir zurück zum Marktplatz und kaufen da jede Menge Bandagen und Nadeln und was wir noch alles finden können und Gegenstände, die uns heilen. So, der Markt war... da unten. Oh. Da müssen wir unserem Limmel mal die Augen zuhalten. Der Typ, um den die ganzen toten Limmels rumlagen, hatte uns ja die Schatulle gegeben. Die müssen wir auch noch ausliefern. Ich bin weg. Ich bin weg. So, du hast Stoff verkauft, also Bandagen. Ja. Davon nehmen wir 1, 2, 3, 4. Jede Menge. So, 10 Nadelnfaden, das sollte erstmal reichen. Und dann speichern wir nochmal ab. LP 0.